Harte Schale, weicher Kern. Mit dieser Redewendung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, grüße ich euch aus der Franziskanerkirche in der Innenstadt von Würzburg. Hier steht das Bildnis, das steinerne Bildnis eines Mannes mit harter Schale. Peter von Randersacker hat an diesem Ort seine letzte Ruhestätte gefunden. So wie einige andere Würzburger Persönlichkeiten aus dem 14. bis 16. Jahrhundert auch. Das Grabmal, das an Peter von Randersacker erinnert, zeigt ihn als Ritter, der im Dienste des Würzburger Fürstbischofs steht. Eine harte Schale, solch eine Ritterrüstung. Sie soll ja auch den weichen Kern, den Menschen, der darinnen steckt, schützen. Eine harte Schale, solch eine Ritterrüstung. Sie soll ja auch den weichen Kern, den Menschen, der darinnen steckt, schützen. Zudem eine schwere Schale. Solch eine Rüstung bot zwar Schutz vor Verletzungen, schränkte aber auch deutlich die Beweglichkeit ein. Bis zu 35 Kilogramm konnte eine Rüstung aus dem Mittelalter wiegen. Das Kettenhemd, der Helm und sonstiger Zubehör nicht mit eingerechnet. Am Abend eines langen Kampftages wusste so ein Ritter ganz bestimmt, was er getan hatte und war rechtschaffen müde. Ganz anders stellt sich der Apostel Paulus den Effekt einer Rüstung vor, wie er in seinem Brief an die christliche Gemeinde von Thessaloniki schreibt. Wir wollen uns nicht hinlegen und die Zeit verschlafen, sondern wachen und einen klaren Kopf behalten. Wir sind gut gerüstet. Unser Brustpanzer sind Glauben und Liebe. Unser Helm ist die Hoffnung auf das Heil. Ach ja, alles klar. Der Paulus wieder. Ein intellektueller, vergeistigter Typ, der in seiner Glaubenswelt lebt. Der braucht natürlich keine echte Rüstung aus Eisen. Der ergeht sich in idealen Vorstellungen und meint, damit der harten Realität begegnen zu können. Nun, dass Paulus nichts von der harten Realität und der Härte des Lebens gewusst hatte, das kann man wirklich nicht behaupten. Erbittert verfolgt er die Christusanhänger, vollzieht dann eine einschneidende Lebenswende, lässt sein altes Feindbild hinter sich und bekennt sich von nun an zu Christus. Er unternimmt jahrelang Reisen im Mittelmeerraum, strapaziös und nicht ungefährlich damals. Er sitzt mehrfach in Haft und wird als Gefangener nach Rom überführt. Schließlich verliert sich seine Spur im Dunkel der Geschichte. Zudem lebt Paulus, wie viele seiner Zeitgenossen, in der Erwartung des kurz bevorstehenden Weltendes. In diesem Punkt hatten er und all die anderen sich getäuscht. Doch die Gefühle, die mit solch einer Vorstellung einhergehen, die haben sie alle ganz konkret durchlebt. Und damit, denke ich, kommt uns Paulus über die Jahrtausende hinweg emotional doch recht nah. Denn wir Heutigen, wir erleben zwar nicht das Ende der Welt, definitiv aber eine Zeitenwende. Klimawandel, Flüchtlingsströme, ungebremster Wachstum der Weltbevölkerung, Digitalisierung, Corona, um nur einige Schlagwörter zu nennen. Wohin uns dies alles genau führen wird, weiß kein Mensch. Mit Sicherheit aber wird die Welt von morgen radikal anders sein als die von heute. Zeitenwende. Die Zukunft ist mehr als ungewiss und mag düster erscheinen. Doch wir gehören dem Tag, schreibt Paulus. Sitzt nicht im Finstern herum. Ihr alle, Brüder und Schwestern, seid Kinder des Lichts und des Tages. Das heißt, lasst euch nicht verrückt machen. Lasst euch nicht von der Angst überwältigen, nicht von der Resignation lähmen. Und zugleich schaut genau hin, seht den Tatsachen ins Gesicht. Die Zeichen der Zeit nicht wahrhaben zu wollen, damit vertut ihr eure Chancen. Den Ernst der Lage zu verdrängen hilft nicht. Und sich mit allerlei Ausweichmanövern abzulenken, das bedeutet ebenfalls, sich für die Finsternis zu entscheiden. Alles kommt darauf an, dass wir einen klaren Kopf behalten,
dass wir beweglich sind in unserem Denken und Fühlen und dass wir uns zu schützen wissen, um seelisch heil und innerlich weich zu bleiben. Komm, lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, hat Wolf Biermann vor einigen Jahrzehnten gedichtet und gesungen. Um nicht hart zu werden, sondern unseren weichen, mitmenschlich fühlenden Kern zu bewahren, genau dafür brauchen wir eine Art mentale Schutzkleidung, wie sie Paulus uns empfiehlt. Unser Panzer sind Glauben und Liebe, unser Helm ist die Hoffnung auf das Heil. Glaube und Vertrauen, dass wir in dieser Zeit und über diese Zeit hinaus aufgehoben sind in der allumfassenden Liebe, die allem Sein zugrunde liegt. Liebe, die sich verbunden fühlt mit anderen Lebewesen und mit allem, was ist in dieser Welt. Hoffnung, dass wir gegen allen Anschein letztendlich doch auf ein Ziel zugehen, das Fülle und Heil beinhaltet. Ein Panzer aus Glaube und Liebe, ein Helm aus Hoffnung auf Heil. Paulus spricht metaphorisch von seiner inneren Überzeugung und wendet dabei eine Technik an, auf die auch die moderne Psychologie zurückgreift. Innere Bilder, sie können ganz konkret sein oder auch eher aus Farben und Formen bestehen. Eine Wirkung haben sie allemal. Und die lässt sich nicht selten selbst von einem Außenstehenden wahrnehmen. Jemand, der von Angst und düsteren Gedanken erfüllt ist, hat eine völlig andere Ausstrahlung als ein frohgemuter, gelassener Mensch. So will ich ihn also anziehen, den Panzer des Glaubens und der Liebe.